Wobei ich da auf etwas kommen möchte, was witzigerweise im linksrheinischen Köln, gut, Dormagen spielt keine Rolle, Neues, schon irgendwie eigentlich gar nicht so wirklich stattfindet. Und ich möchte einmal darüber was sagen. Dass das Rheinland das Herz von Europa ist, hat nicht zuletzt auch mit einer Gegend, einer Stadt zu tun, die wir alle kennen, die aber immer im zweiten Glied stehen geblieben ist oder zurückgetreten ist oder im zweiten Glied geblieben ist, so, nämlich Aachen. Ich finde schon, meine sehr verehrten Damen und Herren, Aachen ist was Besonderes. Auch wenn in den Geschichtsbüchern und in den Geografiebüchern immer gelogen wird, ist das nicht furchtbar. Haben Sie schon jemals in einem Geografiebuch gelesen, dass das Rheinland am Mittelmeer liegt? Obwohl wir alle wissen, der Rheinländer ist der einzigste mediterrane Mensch deutscher Zunge. Haben Sie irgendwo gelesen, dass Deutsch in Sibirien liegt, obwohl sogar Konrad Adenauer ein Leben lang, wenn auch vergeblich, immer gesagt hat, hat hinter Deutsch beginnt Sibirien. Genauso wenig steht in den Geschichtsbüchern, dass Karl der Große gebürtiger Öscher war. Und da muss man wirklich mal was dazu sagen. Gut, es gibt keine direkten Beweise. Es gibt nur indirekte Beweise, weil damals gab es noch kein Standesamt. Wir sprechen jetzt von der Zeit 750 und ein paar gequetscht oder was. Überhaupt beschränkte sich das Ausweiswesen in der karolingischen Zeit auf so ein paar Fragen am Stadttor. Was weiß ich, Aachen am Ponttor, da steht der Büttel und da geht einer an und dann fragt der Büttel, von wo kommst du? Aus Düsseldorf, da tut mich aber leid, wa? Schwupp, ne? Tür zu und natürlich ohne Stempel und Papier. Also im Prinzip die richtige Entscheidung, aber wissen wir schon. Ja, Gott, nun ist Karl der Große, der ist, wie wir heute wissen, unter anderem dank meiner Forschungen, in Buchtscheid geboren, also im Öscher Kurviertel, im Aachener Kurviertel. Ich muss ja damit rechnen, dass die CD auch von jemandem in Paderborn gekauft wird. Soll schon ein bisschen was mitkriegen. Der Vater von Karl dem Großen, der Pippin, der kam aus der Eifel, wie der Beiname Pippin der Kleine ja schon neiligt. Und Karl dem Großen selbst verdanken viele Orte im Rheinland ihren Namen. Hier zum Beispiel, um ein paar Beispiele zu nennen. Er ist, man weiß ja genau, war er 12, 13 oder 14, das verliert sich im Dunkel der Geschichte, also irgendwie, aber er war noch nicht alt. Da ritt er eines Tages so von Aachen raus, hat sich dann was verritten, ist durch die Eifel geritten, wusste auch nicht, wo er ist, hat die Orientierung verloren. Dann hat er, sah er ein paar Buren gehabt, die Steckrüben rausgeholt haben und fragt die dann, wo sind wir denn? Dann haben die gesagt, in der Eifel, Majestät, Ado Simmerat. Seitdem heißt Simmerat Simmerat. Ja, ja, sicher, klar. Ja. Oder dann ist er zurückgeritten, nicht? Zurückgeritten und er musste in Mützenich übernachten, weil er hat sich ja gezogen bis über Kornelmünster nach Aachen, hat dann in Mützenich übernachtet und da war damals keine Herberge, gar nichts, es war furchtbar, so grauenhaft. Und nun musste er draußen im Freien übernachten und hat auf einem Stein übernachtet, den man übrigens heute noch besichtigen kann. In Mützenich können Sie mal gucken, das ist schön. Und hat sich nun auf der Stein geladen und jetzt war es November, arschkalt, kann ich Ihnen sagen, aber so von, ach, war furchtbar, die haben sich wirklich den Dingens abgefroren. Er ließ sich dahin, der Kaiser, die Dienerschaft natürlich total im Brass, ne? Und gut gelaufen da mit Zeug, ne? Nicht, dass sich der Kaiser da der Steckschnuppe hält. Ne? Und der eine ist mit dem Mantel gelaufen gekommen, für den Kaiser für zuzudecken, der andere ist mit der Mütze gelaufen gekommen, ne? Damit sich der Kaiser kein Hirnkatar holt oder was. Ne? Da hat aber Karl der Große gesagt, nee, Mütze nicht. Seitdem heißt er auch, ne? Ja. Ja, und dann, ja, es war. Und dann, wie er nach Sachsen geritten ist, um da mal kurz am Rechten zu sehen und 30.000 Sachsen irgendwie so, ne, schön. War im Prinzip eine gute Idee, war nur die falsche Zeit, ne. Auch nicht konsequent durchgezogen, ne, aber da hat er in Dormagen, was damals ganz anders hieß überhaupt nicht, hatte keinen Namen, Zorn Süd hieß das. Da hat er in Dormagen,
In Dormagen ist er über der Rhein rüber und in Dormagen war der erste McDonald's damals. Noch vom, ja, damals noch vom Türken geführt, Peter McDonald's oder was schön. Und da hat er sich das Zeug reingezogen und da hat er sich irgendwie der Mann verstaucht und der ganze nächste Tag, ne, da wurde der Kaiser was gut von einem Enkel. Und da, nach Kurt gerufen, Kurt, ne, so, furchtbar. Und da hat er gesagt, was haben Sie dann, Majestät, ist der 80 gekommen, ach, mir tut Dormagen wie, boah, ne. Furchtbar, ne. Aber gut, jedenfalls, ich wollte nur sagen, es gibt Beweise indirekte, die dafür sprechen, Karl der Große war eine Öscher, aber da nochmal zurück zum Verhältnis von Rheinland, vom Rhein, oder ja, zum Verhältnis des Rheinlandes, der Rheinländer, muss man sagen, so genau, da war ich jetzt gerade am Stocken, und zwischen dem Rheinländern und den Öschern, weil... Wenn Sie in Köln, ich weiß nicht, wird bei euch ein neues, ist das sicher anders. Ihr habt sicher ein sehr positives Verhältnis zu Aachen, weil, wenn ihr da die Dinge so runterfahrt in Heinsberg, im Selfkant will ja keiner halten, also landet ihr automatisch in Aachen. Das ist von Köln aus gesehen natürlich schon ein bisschen anders. Aber in Köln, den Kölnern ist Aachen noch mehr fremd als wie Düsseldorf. Das muss man sich mal vorstellen. Ist das nicht furchtbar? Nee, das ist schön. Wobei es Gemeinsamkeiten gibt. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen dem linksrheinischen Rheinländer und den Öschern, die ja an für sich auch, möchte ich mal hiermit gesagt haben. Wo sind die Gemeinsamkeiten? Erstens, Aachen ist linksrheinisch, was die wichtigste Voraussetzung für Leben überhaupt ist. Zweitens, Aachen liegt südlich der Benrather Linie, das ist die Linie, die den Rheinländer von den Aliens trennt. Ihr habt aber Glück gehabt, dass der Rhein dazwischen ist. Nicht? Drittens, Aachen ist quasi der Brückenkopf zu den Vororten des linksrheinischen Rheinlandes, Eupen, Brüssel, Paris, normal. Aachen hat genauso wie Köln auch unter der Regentschaft seiner Majestät Kaiser Franz Josef II. Antwerpes gelitten. Sowas verbindet bis in alle Ewigkeit. Dann, Aachen hat sich schon vor Jahrhunderten, wie ihr hier in Novesia auch, der rheinischen Solidargemeinschaft wieder der Akkusativ angeschlossen. Was die Geschichte belegt, die jeder kennt, ne? Die Geschichte von dem Reisenden, der in Aachen aus dem Zug steigt, sich umguckt, da von einem Öscher für einen Fremden gehalten wird und der Öscher spricht ihn an, soll ich der Herr der Ort zeigen? Dann antwortet der im klassischen Öscherblatt, leckes am Arsch, worauf der andere sagt, ich sehe ihn, der Herr kennen der Ort, wa? Das sind Akkusative, ne? Wobei, eine Geschichte möchte ich auch hochoffiziell im Auftrag vom Oberbürgermeister Dr. Linden, der eine feine Kerl ist, richtig stellen. Es ist nicht wahr, dass eine Generation von Croupiers im Spielcasino von Aachen gekündigt oder rausgeschmissen worden wären, weil die immer gesagt hätten, rien ne plus, wa? Das ist nicht wahr, ne? Gut, also das nur dazu. Dann kommt aber dazu, dass die Öscher noch was Besonderes haben über die Gemeinsamkeiten mit den Rheinländern hinaus. Und das ist die Lage ohne Tiermisch. Die Lage ist, da kann man sagen, wäre Köln das Herz Europas, jetzt mal nur mal so gesagt, dann wäre Aachen die Aorta. Weil von Aachen aus gehen die Wege in Nordfrankreich, Nordbelgien, die Mutterländer des mentalen Rheinländers, ne? Wo ich immer wieder sage, gerne wiederhole ich das, der Belgier, wer seine Häuser nicht verputzt, ne, damit er dreimal in der Woche schön essen gehen kann, der kann kein schlechter Mensch sein. Ne? Muss man wirklich sagen. Ne? Ja, gut. Von Aachen führen die Wege natürlich auch, von Aachen aus führen die Wege auch in die Niederlande, ne? Aber muss man jeden Weg nutzen, muss man nicht. Und dann ist da das Eifelgehen, das ist schon was Besonderes, das Eifelgehen sorgt dafür, dass die Öscher, das ist ganz versteckende immer, ne? Dass die Öscher, die Handteller, die sind ja dreimal so groß wie bei uns. Ne? Warum? Weil in der Eifel Jahrmillionen die Steckrübenernte mit bloßer Hand gemacht wurde. Ne? Da kriegst du solche Schaufeln. Ne?
Und das Eifelgen ist sicher auch für die spezielle öscherische Sprechweise zuständig. Ne? Was so schön ist bei der neuen Gesundheitsministerin und Öschermädchen par excellence, ne? Ulla Schmidt, die kriegt das auch nicht weg. Ne? Die, wenn Sie mal gucken, wenn die im Fernsehen ist, das ist typisch öscherisch. Wenn, die spricht zwar, aber du siehst hier nichts. Ne? Der Mund, die Zähne bleiben zu. Weil die Öscher sprechen nicht mit den Zähnen, sprechen nicht mit der Lippe, mit der Zunge, mit dem Gaumen, mit dem Mund. Ne, wofür das denn? Die Öscher sprechen mit Marm. Da ist das Sprachzentrum, das ist im Magen angesiedelt. Also wenn der Öscher was sagen will, sagen wir mal hier, ich hätte gerne zum Frühstück ein Ei, ein ganz triviales Beispiel. Dann denkt er sich das, dann schluckt er die Wörter in wahlloser Reihenfolge in der Marm rein. Jetzt werden die Wörter im Magen durcheinander gemengt. Und wenn der Magen das Gefühl hat, von Wissen will ich gar nicht sprechen, dass die Wörter jetzt in der richtigen Reihenfolge sind, dann wird ein Wort nach dem anderen raufgestoßen bis zum Hals, aber auch nicht weiter. Und dann wird das wieder weggedrückt, weggeschluckt und das klingt dann ungefähr so, ich hätte gern zum Frühstück ein Ei, wa? Und fertig. Mehr muss man nicht haben, das ist schön. Aber ich wollte nur einmal in meinem Leben dieser wundervollen Stadt, ich liebe sie sehr, seit ich sie ein bisschen näher kenne, einmal eine kleine Reverenz erweisen und einmal ausdrücken, dass es mir ein bisschen leid tut, dass die Kölschen eigentlich für Aachen so gar kein Herz haben, weil es ist nicht richtig und wollte stellvertretend für die Kölschen mal mich bei den Öschern dafür, dass es sie jetzt mit einem double Merci, wie die Aachener sagen, bedanken. Schön. Hätte man das, nun wollte ich auch noch was anderes gesagt haben, nur noch kurz, bevor wir auseinandergehen. Ja, wenn ein Handy angeht, nee, das war eine Uhr, ne? Das, gut, ne, das ist in Ordnung, ne? Haben wir schon so spät? Oh, ja, ja, wo Sie gerade sagen, Handy ist wunderbar. Ich sitze in der Bonner Oper, das ist ja immer der Trauma, du gehst in eine Veranstaltung, Theater, Konrad Weihkirche, Oper, Konzert oder was, und man fragt dann, hätte das Handy aus? Ja, sicher, das Handy aus, schön. Wir sitzen in der Oper, meine Frau und ich, vor 2 Jahren, Walküre. Walküre Wagner, gut zieht sich, das weiß man, also nimmt man was zu essen mit oder was, schön. Und im 2. Akt von der Walküre, der zieht sich ja auch über 1 Stunde, da haben die Klarinetten sehr viel zu tun, mindestens 3 Klarinetten ist die Besetzung. Nun ist aber tückischerweise so, dass so eine Viertelstunde vor Ende des 1. Aktes haben die Klarinetten Pause, so um die 10 Minuten. Das ist bei diesem Holzinstrument ein Risiko, weil die können ja, der Rest, die Kollegen spielen ja weiter, ne? Die Klarinetten können jetzt aber nicht nachstimmen, weil das würde ja stören. Ne? Die anderen spielen dann di-di-di-di-di und die hupen dann, das geht natürlich nicht. Das Tückische ist aber, das Mundstück, das kann sich verziehen. Das Mundstück kann sich verziehen und wenn du dann wieder bläst auf der Klarinette, kann sein, dass dein Instrument plötzlich einen Viertelton höher liegt als die anderen. Genau das ist da passiert. Nach 10 Minuten heben nun tückischerweise alle 3 Klarinetten unisono, spielen also dieselbe Melodie an und müssen folgende Phrase spielen, jetzt ungefähr aus dem Gedächtnis. Ziemlich hoch. Und nun war es so, dass 2 Klarinetten hatten die Tonlage gehalten, die dritte war aber so genau den Sägezahn da drüber. Das heißt, es klingt wirklich sehr elektronisch. Was war? Um uns mindestens 20 Mann alle. Es war wunderbar. Haben sich die Jackets abgeklopft, weil sie dachten, das Handy ist an. Das war schon schön. Das muss ich nur dabei sein, damit ne, in Paderborn, wenn die nur die CD haben, damit die wissen, warum sie jetzt gelacht haben. Ne? Es geht aber auch noch um etwas anderes. Wir haben ja gesagt, überleben. Und da möchte ich nur noch ein Beispiel dafür geben.